Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2, wo ich gerade eben hier realisiere mit der Malus Darkblade Kampagne, dass wir hier einen feindlichen Piraten rumsegeln haben. Da ist Capitano Sissico. Oh Gott, ich hoffe, dass Capitano Sissico nichts Dummes macht. Ja, wir bauen jetzt mal hier noch ein paar Dinge aus. Ich glaube, dass ich keine diplomatischen Aktionen durchführen kann. Oh, Arachnos. Habe ich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich mit denen schon einen Nichtangriffspakt machen will. Dafür muss ich erstmal schauen, ob die. Oh, die haben Gold. Ja, es tut mir leid, ich kann unmöglich mit euch Frieden halten, wenn ihr eine Goldmine habt. Die gehören rein rechtlich alle mir. Oh, I can see them. Sie greifen den goldenen Turm an. Nicht sofort, aber bald. Hatten jetzt gerade ein paar Agentenaktionen statt. Okay, wir wissen nun, dass sie kommen. Die Frage ist, was ist es von der Armee und wie gehen wir damit um? Lothar hat ein Ritual abgeschlossen. Wen kümmert's? Unsere Units sind jetzt schneller geworden. Wir können also wieder was forschen. Ich gebe mal die 2000 Ocken dafür aus, denn wir haben gerade eben genügend Geld. Hier baue ich jetzt endlich die Mauer rein. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Wer ist das? Es ist natürlich diese Armee. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Es gibt halt auch nicht viele Zauber, die uns dabei helfen. Wir haben auch nicht viele Einheiten, die uns gegen das helfen. Ganz im Ernst, gegen diese Armee ist kein Kraut gewachsen. Die sind auch gerade so außerhalb der Reichweite, ne? Kostet es mich eigentlich an Zeit, die Ritter herzustellen? Kann ich die schon? Wäre ja krass. Würde 2 Runden dauern, die zu. Stay away, Sarkhan. Boah, die ollen Dino-Dings da. Wisst ihr was? Dann breche ich das hier nochmal ab. Bekomme das Geld dafür wieder. Kann das eh nicht halten. Aber ich kann den Tempel der Schädel ihnen jetzt wegnehmen. In einer überaus frechen Aktion. Aber vorher gucke ich, ob sich diese Aktion lohnt. Ja, es würde sich lohnen, weil es ist völlig unbeschützt. Also holen wir uns den Tempel der Schädel. Dann können wir im Zweifelsfall immer noch abhauen. Und ich kann es im Zweifelsfall auch einreißen, by the way. Nur falls es notwendig werden sollte. Dich will ich jetzt hier ganz, ganz schnell dann doch wieder drüber, weil hier passiert nichts. Die Hochelfen machen da nichts. Okay, also das kann ich nicht halten. Klare Sache. Doof für diese Dunkelelfen, die da stationiert sind. Ah, diese Todeskommandos immer, ne? Warum fährt der jetzt hier rum, ey? Der nervt mich ja echt schon hart. Gut. Turnende, Tempel der Schädel ist das nächste, dann verlieren sie ihre Hauptstadt. Da ist halt gar nichts zu machen. Da bräuchte ich eine ganze Horde an schwarzen Gardisten. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Armee umgehen soll. Die kommt mir halt einfach so ein Quäntchen unbesiegbar vor. Einfach so, Der goldene Turm, südliche rote Flüsse haben wir verloren. Ja, das ist das hier. So, schwarze Arche, Wachstum plus 3. Yay! Nachdem die schwarze Arche im Grunde eigentlich schon fertig ist mit allem. Ritter der Nacht sind mega gut. Boah, ohne Witz ist es voll gut. Ich baue das jetzt da noch rein.
Bin am Überlegen, ob ich noch was anderes reinbaue. Ritter. Unterhalt für Hexenkriegerin, Schwestern des Gemetzels. Oh, damit kann ich den Unterhalt für Schwestern des Gemetzels reduzieren? Aber nur auf der Truppe hier, ne? More from you. Dann machen wir doch mal sowas hier rein. Das scheint günstig zu sein. I am Okay, now wir attackieren punished. jetzt hier, ja, Tempel der Schädel. Vengeance comes for you. Die sind weitgehend unverteidigt. Spare none. Dann werden das Ding ebenfalls einnehmen und plündern. Denn man könnte es auch niederreißen durch einen frechen taktischen Kniff. Das wäre im Notfall eine Lösung, weil dann müssen sie es besiedeln und dann könnte ich über sie herfallen, wenn sie nur noch halbe Kampfkraft haben. Wäre zumindest ein Plan. The merciless host. Corsair handbows. Na, muss man mal drüber nachdenken. Dread spears. Gut, dann wollen wir mal die wieder vorrücken. Cold ones. Master Truki, servant of Hakati. Und Merciless diese Stadt hier warriors. erobern. Following orders. Onward. On to slaughter. Murder awaits. Moving out. Murder Ihr awaits. haut hier das Tor auf, Away. genauso wie auch ihr. Ihr stellt euch dahin. My power is yours. Du stellst dich dahin. Jetzt gucken wir mal, was ich mit der Hexe hier machen kann. Gar nichts kann ich mit der Hexe machen, weil die alle auf den Mauern stehen. Ach du Scheiße. Ich kann jetzt ja nicht da drauf sprechen. Doch, das kann ich. Cool. Das kam jetzt unerwartet. War äußerst unerwartet. Uch, ist ja, ja, ich treffe es aber, so wie es aussieht. Und, komm schon runter. Wer braucht denn das? Es hat gut getroffen. Trotz allem. Es hat trotz allem gut getroffen. Und auch hier einige treffen. So, das kann irgendwie pendeln. Geht ja leider gerade eben nicht, aber ich kann das hier da wieder hinmachen. Versuchst du natürlich jetzt hier einfach mit Magie wegzuholzen, logischerweise. So viel zu treffen, wie nur geht. Hier geht das umbrische Pendel nochmal hin. Oh. Sind wir schon drin? Nein, so meine ich nicht. Eigentlich sind wir noch nicht drin. Guck mal, die zu treffen kommen. Wir machen das dann nochmal dahin. Kenne ich nichts. Boah, shit. Ich glaube, ich habe meine eigenen Reiter hier gerade eben damit echt übel getroffen. Die Vermutung liegt nahe, dass ich hier gerade mehrfach meine eigenen Truppen getroffen habe. Ist nur noch bei 6, die Echsenritter. Naja, egal. Ich will sie ja eh durch die Paladine austauschen. Sag mal, kommt der jetzt endlich mal der raus, der Junge? Der kann da nicht mehr raus, wie das aussieht. Execute! Witness my cruelty. Primed. Kommt es da endlich mal raus? Endlich. Die sind doof genug, es hier anzugreifen.
Na also. War gerade mega irritierend. So. Bleib mal da weg. Jetzt kommen die wieder, die letzten zwei. Mal sind die doof? Offensichtlich sind sie das. Ey, das ist extrem gut geworden, das Teil. Bombardiere sie jetzt einfach zu Grund und Boden. Und greife jetzt auch mal hier an. Mir fehlt es jetzt halt nach wie vor an Magie. Und die geht mir auch so langsam aber sicher aus. Pöff, das waren noch mal einige hier. Oh. Versuche jetzt die da oben noch hier damit so zu treffen, wie es nur geht. So wie die da hier so. Irgendwann werden sie aufgeben. Das hat schon überraschend viele Verluste erlitten jetzt hier durch diese Nummer. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Und ihr geht auch da, du gehst auch dahin. Aber es fliehen auch schon einige. Das durfte sie wieder einige treffen. Komm schon. Oh yeah, das zieht. Das scheint sehr zu ziepen. Sehr sogar. Oh Gott, das ist immer so ein großes Vieh. Ich hoffe, das kann ich irgendwie in die Flucht schlagen, bevor wir es bekämpfen müssen. Oder warte mal, ich kann ja so Einzelsniper-Ding machen. Stark gegen einzelne Einheiten. Die haben noch mehr von diesen Mistviechern. Oh, was passiert, wenn ich das dahin mache? Ob das irgendwas bewirkt? Gut gegen Artilleriewaffen. Nee, das hat gar nichts bewirkt. Guck mal, ob das da irgendwas trifft. Also auf jeden Fall bekommt er schon einiges an Beschussschaden. Ei, okay, das hat ihm, glaube ich, jetzt hier den Spaß verdorben. So, du holst nochmal den letzten Rest von Magie irgendwie ran. Währenddessen wir hier die restlichen Truppen noch auf die Mauern steigen lassen. Wie lange dauert denn das noch? Das hier ist stark gegen mehrere Einheiten wiederum. Ja, ich setze halt ein, was ich kann. Stark gegen einen einzelnen Angreifer. Probieren wir mal das hier noch aus. Vielleicht hat er dann keine Lust mehr. Bäm. Der will jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, damit ist es jetzt auch mit der Armee so gut wie vorbei, wenn der down ist. Das Vieh ist noch platt machen. Und dann gibt es nicht mehr so viele, die da kämpfen wollen. Zumindest gehe ich davon aus. Ja, er hat jetzt hier das Vieh gekillt. Der Moralwert von denen ist ja immer noch episch groß. Mal gucken, ob die immer noch so mutig sind, wenn er angreift. Ich meine, er verursacht ja... Naja, okay, er verursacht gerade eben kein Entsetzen. Versuch mal mein Glückchen mit dem Anchargen. So, die sind schlecht in der Abwehr.
Ach Gott, die haben ja gar keine Pfeile mehr. Das macht ihre Nützlichkeit äußerst gering. Dann sollte ich mit Malus vielleicht nochmal hier rausreiten. Bevor er mir hier noch abnibbelt. Wir haben tatsächlich gar keine Pfeile mehr, realisiere ich gerade eben. Also fast gar keine mehr. Ja, machen wir erstmal die da weg. Wir haben alles und brauchst, was wir hatten. So cheat. Die jetzt wegmachen ist es aber auch echt eine Lebensaufgabe. Die Speerträger haben eine relative Chance gegen die. So, ihr bleibt jetzt schön hier stehen. Du kannst da jetzt noch irgendwie draufballern und jetzt verlieren sie endlich den Mut. Boah, wurde aber auch Zeit. We did it. Ich hatte schon Sorge, das wird noch hässlicher. Gut, die Hauptstadt von denen erobert. Zauberin hat wieder mal am meisten gemacht. Ja, und wir haben unsere Echsenritter verloren. Die habe ich, glaube ich, selber weggebrutzelt mit Zauberei versehentlich. Das war ungünstig. Das Ding plündern würde uns 10.000 bringen. Ja, ja, erstmal stacken hier. So, du gehst jetzt hier erstmal kurz in den Hinterhalt, weil was anderes geht ja gerade eben hier nicht sinnvollerweise. Level Up hast du noch. Wir gehen jetzt hier auf mehr Bestien-Sam, oder? Mehr Angriffsbonus. Wundschläger. Unter Umständen ziehen wir uns auch demnächst hier zurück. Einfach einen taktischen Rückzug einleiten, um am anderen Tag wieder anzugreifen. Hier kann ich die Rüstung reduzieren und die Führerschaft, was wahrscheinlich noch mehr Fluchtverhalten auslösen könnte. Bei Gegnern vorausgesetzt natürlich. So, Teotihuacan. Eine Mauer rein. Das hier brauche ich hier nicht mehr. Das brauche ich da definitiv nicht mehr. Und in einem Zug ist das hier fertig. Wunderbar. So, wir forschen jetzt wieder. Einkommen durch Sklavenmarkt. Ja, 10% mehr. Her damit. Unsere Haupteinnahmequelle de facto. Wäre eigentlich witzig, ihm jetzt irgendwie einen Frieden aufzwingen zu können. Aber ich glaube, darauf hat er keinen Bock. Nee. Hat er nicht. Na gut. Beenden wir mal den Turn. Also im nächsten Zug würde ich das Ding sogar nochmal angreifen und dann niederreißen. Kommt erstmal zur Schlangenküste. Ja gut, das nimmt er jetzt ein wahrscheinlich. Da stehen wir der ganzen Sache natürlich auch chancenlos gegenüber. Und sie haben uns schon entdeckt. Naja, das ist mir egal. Viel wichtiger ist, ob der Kollege jetzt da rankommt an uns. Er kommt nicht an uns ran. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Dann können wir das Ding nämlich jetzt hier nochmal angreifen. Plätten. Und tatsächlich niederreißen. Das finden die jetzt natürlich echt doof. Aber das zwingt sie jetzt dazu, entweder das Ding hier wieder aufzubauen oder einfach eine Hauptstadt nicht mehr zu haben. Gut. Stärke durch Tücke machen wir jetzt.
Und dann werden wir uns jetzt hier wirklich zurückziehen, weil die Situation jetzt hier so langsam aber sicher schwer zu halten ist. Baue das hier noch aus. Und ich kann ja eigentlich diese Units jetzt schon ausbilden. Shut up, Demon. Stay away. Also ich könnte es jetzt schon machen. Soll ich den rausschmeißen? Er hat jetzt erstmal nochmal ein Level ab. Okay, also er hat auf jeden Fall schon mal hier die reduzierten Rekrutierungskosten. Einkommen durch Plündern, Einkommen... Ne? Gefangene Verlust in der Schlacht. Nee. Möglich Blitzschlachten. Unterhalt für alle Einheiten kann ich noch weiter reduzieren. Ich denke, ich werde erstmal ihn hier verbessern. Ich mache auf jeden Fall noch mal mehr Gefangenenverluste nach der Schlacht, weil das kommt mir eigentlich sinnvoll vor. Bloß ein Punkt. Danach kann ich Meister der Pein noch machen. Dann kann er noch mehr Truppen rekrutieren. Was für uns, weil er ja eine unserer Hauptrekrutiere ist, eigentlich schon ganz praktisch ist. Das hier haben wir jetzt niedergerissen. Dadurch kann ich jetzt hier auch wieder versuchen, mehr öffentliche Ordnung jetzt herzustellen. Was absolut Not tut, denn die Goldene Tempelstraße wird demnächst hier wieder Stress schieben. Das wird ja so einiges Stress schieben. 800 kann ich hier holen dadurch. Ja, jetzt läuft es hier halt darauf hinaus, dass wir halt auch maximal Geld noch rausholen, ne? Aus dem ganzen Ding hier. Das heißt, ich reiße das jetzt hier ab und das jetzt hier ab. Halt, Moment. Ja, aber dann kann ich das eine noch lassen für ein bisschen Verlustverstärkungsrate hier noch. Okay, Turn beenden. Und jetzt ziehen wir dann unsere Truppen dahin zurück. Oh. Tja, da zum Glück können wir ja laden. Das sah ich nicht kommen. Der Move war klug, aber wie gesagt, zum Glück kann man ja laden in so einer Situation. Wir spielen ja in dem Fall zum Glück nicht auf Legendär. Das wäre ein cleverer Move gewesen, aber wir cheesen uns das jetzt einfach kurz zurecht. Vor allem, weil wir jetzt halt auch noch in der falschen Stellung waren. Hätten wir nicht mehr abhauen können, glaube ich. Beende das hier ganz, ganz kurz mal. Ja, die kommen nämlich gerade so ganz knapp ran. Jetzt nimmer. Ja, jetzt holen sie sich dafür was anderes. Oder sie versuchen es. Mein Entschluss bleibt aber trotzdem, dass wir uns jetzt hier zurückziehen. This blood feud will be the end of you. Nagarond geht unter. Lol. Ja, Nagarond ist erledigt. Ja, was mache ich denn jetzt mit Malekith? Der Junge hat's einfach nicht drauf, ey. Der Junge hat's einfach nicht drauf. Was für ein schreckliches Versagen. Ja, ich gebe jetzt hier die Fähigkeit tödlicher Ansturm noch. Um Gottes Willen. No lagging. Njong, ab ins Wasser. What? So, dann würde ich einfach mal sagen, jetzt haben wir die Truppen jetzt hier erstmal zum Teufel gejagt. Wir schmeißen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 raus. Die schmeiße ich auch raus. Shut up, Demon. Yes. Ich übergebe jetzt ihm erstmal ein paar von diesen Truppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit ich Truppen rekrutieren kann. Das wird aber eine Weile dauern.
die man hier sehen kann. Ja, dafür ziehen wir uns definitiv erstmal weit zurück. Geht nicht anders. Muss ich seine Armee aufbauen? Wow, da fährt er noch so eine Truppe rum. Wo kam denn die Truppe her? Der hat zwei Armeen jetzt hier. Ich weiß nicht, wo diese zweite Armee herkommt. Irgendwie im Windschatten aufgetaucht sein. Nagaron wurde vernichtet. Ist einfach weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat immerhin geklappt. Cool. Einheiten angreifen können wir noch weiter verbessern. Hat aber original gar nichts gebracht. Das ist immer noch so ein bisschen ungeil. Ich bin da jetzt einfach mal ganz keck und segel jetzt direkt neben ihn. Beiden Truppen. Mit denen kann er da nichts machen. So, du baust jetzt das da rein. Mehr Einkommen durch Sklaven. Und du sorgst dafür, dass du auch mehr Einkommen aus Sklaven hast. Du baust das dann noch aus, du baust das dann noch aus. Immerhin haben wir jetzt unsere Hauptprovinz krass verstärkt. Und das hier ist halt immer noch ärgerlich. Komm hier die Kohle wieder zurück. Ich werde das nicht ausbauen können, das geht nach hinten los. Shit. Ja, hier gibt's nochmal eine Rebellion. Kann ich jetzt... Es gibt nur noch Harganet, ne? Celebron. Die hat einfach mal alle. Die hat alle Dunkelelfen erobert. Und Malekith ist nicht mal mehr konföderierbar. Der ist dood. Er versucht sich da zu verkriechen. Also eigentlich soll ich diese Armee jetzt definitiv eigentlich auch vernichten. Denn sonst fällt die mir nämlich noch in den Rücken. Dem Augenblick, wo ich jetzt einfach nur so an ihr vorbeisegle, wird die später mit ihr zusammen sich zusammenschließen und vernichten. Es ist die Gelegenheit, eine Echsenarmee zu erledigen. Rekrutenüberschuss, yay. Hochelfen, ja, sind hier schon am rumrebellieren. Okay, Leute, die wollen sich jetzt also hier zurückziehen. Komm ernsthaft nicht an den ran? Was soll denn das jetzt für ein Witz sein? What is this place? Lord of the Black Court. Do you know who I am? Okay, aus irgendeinem Grund komme ich nicht an ihn ran. Das finde ich jetzt irgendwie unwitzig. Ja, ich mache immer weiter. Versuche einen Attentat. Das hat leider nicht geklappt. Trainier es einfach noch mal ein bisschen. Blood. Bandying words with you will not please my lord. You overreach. Die alte Zicke, ey. Ja, wir machen jetzt erstmal Verlustversteuerungsrate. Das wäre, glaube ich, gerade eben angebracht. Als Ritus. Geld haben wir genug, aber das ist auch das Einzige, was wir haben. Das ist mir gerade sehr wichtig. Äußerst wichtig. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Leute. Das ist so ungünstig. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Zeit. Ja, der verpieselt sich jetzt wieder. Ich werde ihn wieder nicht kriegen, ne? Jetzt ist er einfach weg, ne? Ja, gut, macht's gut. Tschüss, 100D, ich bin dann auch weg.